Guten Morgen aus Plazenzia. Wir haben 5 Uhr, sind jetzt schon seit einer halben Stunde wach, haben festgestellt, dass Wasser in der Unterkunft abgestellt ist. Ja. Aber warum? Also mit dem Wasser, keine Ahnung, warum wir wach sind. Wir gehen tauchen. Als wäre das nicht genug, sind wir jetzt hier gerade in so einer Insel, wo nur ein einziges Resort drauf ist. Wir steigen hier vom Boot. Das Bild sieht aus wie eine Fototapete. Wir steigen hier vom Boot und direkt, hey, hier vorne sind Haie. Hey, da hinten sind Rochen. Ja, und wir springen jetzt auch gleich rein. Hier, die suchen jetzt gerade die Haie und Rochen hier. Total krass. Ist das abgefahren hier. Zwei Tauchgänge folgen noch. Ja, insgesamt 3 Tauchgänge haben wir. Guckt euch das an. So, Akku wechseln und ab geht's zum zweiten Spot jetzt. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one, no one. Hey!
unser 12. Tauchgang. Richtig krass. Vor ungefähr einem Jahr, im März, glaube ich, letzten Jahr, haben wir unseren Tauchschein gemacht. Und seitdem sind wir jetzt 12-mal unter Wasser gewesen. Und wären am liebsten noch viel öfter unter Wasser, wenn das nicht so teuer wäre. Teures Hobby. Wieder bei uns im Zimmer hier. Das ist unser Zimmer. Ich weiß nicht, wie es Anja geht, aber ich bin komplett im Arsch. Bei mir ist okay. Ist das zu Chaos oder ist das so vlogfähig? Sieht das immer bei uns aus. Ja, lassen wir innerhalb von 5 Minuten. Aber wir haben eine richtig coole Unterkunft. Und zwar... Ist jetzt nicht unsere private Veranda, so, aber... Nee. Wir sind eigentlich die Einzigen, die das hier so nutzen. Wir beschlagnahmen das einfach die ganze Zeit und das Prinzip funktioniert super. Und so ruhig wie jetzt gerade, ist es einfach den gesamten Tag. Lydias Guesthouse. Ja, so jetzt haben wir euch die Unterwasserwelt gezeigt, jetzt haben wir euch die Unterkunft gezeigt und jetzt zeigen wir euch noch Placentia. Ja. So, hier ist der Strandzugang, den zeigen wir euch aber später noch. Ein paar von den Luxus-Resorts. Hier sind wir jetzt im Kneipenviertel. So, und jetzt kommen wir zur Hauptstraße der Insel. Und hier neben den Sportplätzen, hier ist unser Stammladen. Eine ganz kleine Hütte hier eigentlich. Hier gibt es Burritos, hier gibt es Tacos. Pünktlich, kurz bevor es richtig dunkel wird, zeigen wir euch jetzt noch den Strand, der vor unserer Haustür ist. Ja, der kann natürlich jetzt nicht mit dem mithalten, was wir jetzt heute tagsüber euch gezeigt haben. Aber ist auch schön. Das war übrigens auch der Strand, den wir bei Facebook euch gezeigt haben, wo hier vorne der ganze Plastikmüll angeschwemmt wird. Ja, ja, sorry, jetzt waren wir ein bisschen zu spät mit der Dunkelheit, aber man kann sich vorstellen, wie er im Sonnenlicht aussieht, oder? Sonst zeigen wir es jetzt im Hellen. Tada! Ja. So sieht's morgens aus. Und dafür haben wir sogar extra jetzt das Schwebestativ rausgeholt. Outro-Time. Ich kann das nicht so gut wie Daniel mit dem Schwebestativ, ja. Deswegen macht er das immer. Aber war okay, oder? Sind aber auch erschwerte Bedingungen mit Wind, weil das die ganze Zeit hier rumklatscht. Ja. So, eben. Ja. Beide. Ist schon? Läuft schon. Okay, geh noch weiter zurück zur Seite. Dann musst du mir sagen, ich sehe das Bild nicht mehr. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier geht's zur Belize Playlist. Achso. Und hier ist das nächste Video, wenn es online ist. An das Neue müssen wir uns wohl noch gewöhnen. So, und von hier beginnen wir jetzt direkt den nächsten Block.